bin auch Mediengestalter. Mediengestalter? Ja. Man denkt ja eigentlich, oh, der dumme Pumper irgendwie. Ich bin für euch heute on the beat im sibirischen Spandau. Wir versuchen den Eingang zu finden zu Mission Houseman. Aber das gestaltet sich ein wenig schwierig. Lost in Spandau. Boah, hier ist auch gar nichts, ne? Also falls wir irgendwie gar nichts mehr finden, können wir immer noch die Enten fangen und essen. Kann ich Peking-Ente machen. JWD, für alle, die nicht aus Berlin sind, das ist ein Sprichwort und heißt ganz weit dort. Also wenn was ganz weit weg ist, dann ist es ganz weit dort. Das Wichtigste haben wir schon gefunden. Ich treffe jetzt Simon und Alberto für Mission Houseman. Das ist noch so ein total geheimes Projekt und die drehen das Ganze für mein Video und wir gehen jetzt mal rein und gucken, was die Jungs machen. Die chillen ganz professionell, die echte Schauspieler. Hey. Hallo! Hey. Ihr habt ja ein geiles Set, siehst du den Ferrari? Ja, ich find's richtig cool. Das erinnert mich alles immer so ein bisschen so an King of Queens oder Schrecken in der Familie von Feelinge. Wir drehen hier unsere erste professionelle Web-Sitcom. Man kann ja sagen, ihr werdet bezahlt, ne? Ihr seid jetzt richtige Schauspieler. Also theoretisch gesehen ist das jetzt quasi unsere Schauspielausbildung. Wir drehen halt ziemlich viel. Wir drehen halt 9 Spielminuten am Tag. Morgens 7:15 geht's los und abends 17:45. Ja, 17:45 geht's nach Hause und dann kommst du halt nach Hause, lernst einen neuen Text. Da geht halt nicht viel halt, ne? Ja. Und gestern zum Beispiel haben wir eine Szene, die war fast 5 Minuten. Ja. Die haben wir komplett durchgespielt, also in ein Take. Und dann gestern haben wir auch 13 Filmminuten halt gespielt. Das ist halt sehr viel Text. Viele Leute so, die denken, okay, alles klar, so eine kleine Sitcom und so. Als man den Text gesehen hat, dann überlegt man sich das doch schon zweimal so, ne? Also das sind dann so ein Batzen und das musst du auswendig lernen. Deswegen habe ich jetzt noch viel mehr Respekt vor Leuten, die Theater spielen. Weil bei uns kann man immer noch Stopp sagen und dann nochmal. Aber bei Theater, man will auch schon zügig durch, weil das schlaucht doch schon ganz schön. Der junge Mann hat sie geschrieben. Ja. John Friedman. Der da schläft? Ja, genau. Ich stehe jetzt neben John Friedman. Guck mal, das ist er tatsächlich. Check it out. Der hat auch so ein cooles Buch. Und der hat nicht nur so ein cooles Buch, der hat nämlich auch noch das Drehbuch dazu geschrieben und spielt auch noch mit bei Mission Houseman. Also das Beste an der Serie ist, dass wir endlich mal deutsche Sitcom machen können, ja. Wie die Amis. Und zwar ein bisschen gnadenloser, nicht so glatt gebügelt, wie das sonst oft passiert, wenn Redakteure dazwischen reden. Und ich glaube schon, dass das interessant werden könnte. Man weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich schon dran. Und ich stehe auch dahinter, sonst würde ich hier nicht sitzen. Man sieht derbe schön von Außenlocation, ne? Hier alles wunderbar. Es ist so schön, ich drehe durch. So, was darf sein? Ein bisschen davon und Fleisch. Kein Gemüse? Nee, das ist so gesund, wa? Kein Kohlenhydrate? Nee, für mich nur ein paar Erbsen, ein bisschen Rotkohl, das reicht. Mhm. Wirklich keine Kohlenhydrate? Ja, doch, natürlich auch jetzt, aber nicht mehr so viel. So, ne? Was darf es bei dir sein? Ihr verdient mit YouTube euren Lebensunterhalt oder was macht ihr? Unter anderem auch, ja. Ich bin auch Mediengestalter. Mediengestalter? Nee. Man denkt ja eigentlich, oh, der dumme Pumper irgendwie. nee, ich bin auf so eine Filmschule gegangen und habe auch in L.A. noch ein bisschen dann studiert. Aber natürlich jetzt im Moment konzentriere ich mich halt schon ein bisschen mehr so halt auf YouTube. Ich war halt in Amerika, habe dann noch ganz normal halt in Texas so gearbeitet. Habe ich gemerkt, mit YouTube ist das halt gerade ganz cool. Es öffnet sich ein paar Türen. Ich kann das machen, worauf ich Lust habe. Deswegen bin ich jetzt erstmal quasi wieder nach Deutschland gekommen. Nutze erstmal die Sachen aus. Aber wenn ich jetzt merken sollte, okay, alles klar, das funktioniert nicht mehr so ganz, ist bei mir auch nicht so der Zwang, dann gehe ich halt nach Amerika zu. Ja. Und was machst du? Ich? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ich bin arbeitslos. Man hat mal so ein, natürlich neben diesem YouTube-Zeug auch ein bisschen andere Internetgeschichten, die du halt so machst. Und hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und hauptsächlich ist das so, abseits von YouTube ist Internet immer noch das Medium, womit mein Leben halt finanziert wird. Mein Essen, sagen wir es so. Warum lassen sich Schwarze nicht mit Weiß tätowieren? Das funktioniert nicht wegen den Pigmenten. Das Weiß würde sofort wieder rausgehen. Ernsthaft? Ja, das würde sofort. Hast du schon gefragt? Ich habe schon gefragt. Ich habe auch schon gesehen, Leute haben es ausprobiert. Das geht nach 2-3 Tagen, also es ist halt wieder komplett. Wie? Und dann frisst es deine Haut auf? Quasi, ja. Sozusagen. Und dann bist du wieder schwarz? Genau. Theoretisch gesehen, ja. Wie, aber das wäre doch voll geil, weil dann könntest du dich permanent tätowieren lassen und immer was anderes. Ein Pokéball. Ja, ne? Obwohl, alles hat sich weiterentwickelt, ne? Die Technologie, aber bei Tattoos, da gibt es immer noch nicht so was Vernünftiges irgendwie, weiß ich nicht. Auch nicht, dass du einmal so und dann ist das Tattoo gleich fertig drauf. Du musst den Schmerz fühlen, das gehört stimmt. Dazu. Das finde ich aber echt. Oh, ich saß auch da und hab gelitten. Wo bist du tätowiert? Hier. Ah, das hat weh getan, ne? Oh, das ist doch noch richtig fein und so. Du bist komplett voll? Wie so ein Yakuza? Nicht komplett voll, aber ziemlich viel. Auch, was ist das? Das ist chinesisch. Was steht da? Da steht, also... Einmal Ente süß sauer. Was war dein letztes Tattoo? Ja, das letzte war hinten. Da steht Tonja drauf. Für Tonja? Da ist sogar noch vorbei. Mhm. Das war das Mädchen meiner Träume. War? Er ist sie eigentlich immer noch. Also als ich nach Amerika gezogen bin, sie ist Vietnamesin. Ich habe sie kennengelernt, sie hat mich so in das Land eingeführt.
Ich habe sie geliebt. Deswegen habe ich mir ihren Namen tätowieren lassen. Viele denken, das war dumm, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht dumm, weil sie wird immer mein Herz bleiben. Wir haben immer noch Kontakt, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber das, was ich mit ihr erlebt habe, war einfach wunderschön. Ich habe es zwar sicherlich gezogen, aber eigentlich war nicht ernst. Ich versuche meine Gefühle zu überspielen, weil ich das nicht, ja, damit nicht umgehen kann. Ja, das kann man nicht. Hast du auch tätowiert? Mädchennamen? Ja, ich habe wirklich Mädchennamen. Jemand das? Ja, aber jetzt auch nicht so viel, weißt du? Wer macht deine Haare? Meine Tante, also sie sagt, sie ist meine Tante, warum auch immer. Nee, einfach so ein Afro-Shop. Ich war bei so einem anderen Afro-Shop und die haben Scheiße gemacht, die macht es auch gut. Weißt du, ist nicht so teuer, macht es gut und sie, das ist irgendwie meine Tante. Sie meint, warum kommst du nicht zu mir? Ich bin deine Tante. Nee, Tante. Ich sag, ja, okay. Was ist Swag? Swag? Alle denken so, Swag ist so ein Ammerwort, was irgendwie einfach nur Style bedeutet. Aber Swag hat damals bedeutet, dass wenn ich jetzt geile Klamotten hatte oder mir gespart habe, damals in New York, alles schön gut, und ich wurde beklaut, dann hat derjenige sozusagen dann gefragt, zum Beispiel, wo ist das her? Ja, das ist Swagger. Das, weißt du, Swagger war dieses Wort für, es ist geklaute Ware. Das ist ein Laster gefallen, ja, wie man bei uns sagt. Und von Swagger kommt Swag. Mit wem? Zu wem? Zu wem sollte man immer nett sein? Zu der Kantinendame und zum Hausmeister. Man denkt ja immer, das ist total glamourös als Schauspieler und so, aber in Wirklichkeit sieht es halt so aus, ne? Aber es macht Spaß. Ja, da drin kann man Paintball spielen. Das ist cool. Ich habe noch nie Paintball gespielt. Auch nicht. Lass mal Paintball spielen gehen. Nächstes Video. Da hätte ich echt Bock machen, ja. Ich habe richtig Bock. Ich habe aber viel Call of Duty gespielt. Ich ja noch mehr, glaub mir. Aber ich habe auch schwierig gespielt. Achso, du hast das Spiel durch. Spielst du auch online? Da, nee, komm ich. Da kommen die richtigen Skills. Ja, in der online kannst du nicht spielen. Da sitzen die ganzen fetten Typen. Ich weiß, ich werde respawned, boom, Headshot. Respawned, boom, Headshot. Da soll ich doch nicht spielen. Ich habe ja noch ein Leben. Ist schwer reinzukommen. Tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer reinzukommen. Also. Ich komme von der Straße, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich hatte eine sehr feine Zeit, das war sehr informativ. Die beiden Jungs, sehr lustig. Ich bedanke mich. Kein Problem. Gerne. Und falls ihr noch eine Minute habt, dann abonniert doch bitte den Channel und gebt einen Comment und einen Daumen nach oben. Hast du den Daumen nach oben, hört man dich loben. Alles klar.